Die Ukraine hat erneut schwere russische Raketenangriffe auf die zweitgrößte Stadt Kharkiv gemeldet. Nach ersten Berichten wurden im Osten des Landes 10 Menschen verletzt. 2 russische Raketen seien in ein Hotel eingeschlagen. Ja, neben Kharkiv wurde auch aus den Regionen Donetsk und Dnipropetrovsk Beschuss gemeldet. Nach 687 Tagen des Angriffskrieges bombardiert Russland das Nachbarland derzeit wieder besonders heftig mit Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen. Kharkiv, das nur rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt liegt, ist zurzeit besonders im Fokus von Putins Truppen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.